Es gibt ein paar grundlegende Dinge, mit denen du dein Leben verändern kannst, und zwar sofort, indem du in dich selbst investierst. Nämlich dann investierst du auch immer in deine Zukunft. Wie kannst du in dich selbst investieren? Durch Zeit für dich und die Zeit, die du für deine Transformation aufwendest, durch Wiederholungen und durch Vergebung. Der erste Schritt ist, schalte dein Handy aus, deinen Fernseher, dein Computer, setz dich für ein paar Minuten hin, schließe deine Augen, nimm ein paar Atemzüge und bleibe in der Stille. Das ist dein erster Schritt. Dann der nächste Schritt. Atme und komme in deine Mitte. Bringe deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Wenn du gegenwärtig bist, hast du mehr Energie, um schöpferisch zu sein. Wenn dein Geist dann trotzdem umherwandert, wenn du zu viel denkst oder in der Vergangenheit bist, dann sei dir bewusst, dass auch das normal ist. Übe einfach weiter, dich im gegenwärtigen Moment zu verankern. In diesem Moment bist du immer am kreativsten. Der nächste Schritt ist, frage dich, was will ich wirklich in meinem Leben? Was will ich wirklich, wirklich? Sobald du nämlich anfängst, über diese Fragen nachzudenken, bist du nicht mehr in der Vergangenheit, dann bist du gegenwärtig. Das sind die ersten Schritte, um dich umzuprogrammieren. Dein Gehirn wird in neuen Mustern anfangen zu denken. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was du wirklich willst, und ganz wichtig, erlaube dir auch, die Gefühle dazu zu fühlen. Zeige deinem Körper, wie sich das, was du wirklich willst, anfühlt und stehe nicht auf, bevor du anfängst, diese Gefühle zu fühlen. Vierter wichtiger Schritt: Spiele in deinem Geist durch, wer du sein wirst, wenn du die Augen wieder öffnest. Welche Dinge du tun kannst, welche Entscheidungen du treffen kannst. Welche Schritte du unternehmen kannst, um das zu verwirklichen, was du wirklich willst. Und wiederhole es immer, immer wieder. Wiederholungen sind wichtig, damit daraus Gewohnheiten werden können. Fünfter Schritt. Entscheide dich, welche Gedanken du nicht in deine Zukunft mitnehmen möchtest. Welche Gedanken du nicht mehr denken möchtest. Was möchtest du ab jetzt nicht mehr tolerieren? Du kannst nichts Neues erschaffen, wenn du an den Gedanken der Vergangenheit festhältst. Welche Gedanken möchtest du nicht mehr denken? Zum Beispiel, andere sind schuld, etwas ist falsch mit mir, ich bin nicht gut genug. Welche Verhaltensweisen oder unbewusste Gewohnheiten möchtest du aufgeben? Wo hast du noch Ausreden? Worüber sprichst du schlecht oder worüber beschwerst du dich? Oder beschuldigst du andere? Tust du dir selbst leid? Überprüfe, was du denkst, besonders was du über dich denkst, über dich selbst. Werde dir darüber bewusst, aber sowas von bewusst, sodass du nie mehr ins Unbewusste abrutschen kannst. Und als nächstes entscheide dich, welche Emotionen nicht mehr in deine Zukunft gehören. Das heißt, wenn du reich sein willst, kannst du keinen Mangel akzeptieren. Wenn du gesund sein willst, kannst du das nicht mit Unsicherheit oder Angst schaffen. Du solltest anfangen, deinen Körper auf eine neue Realität vorzubereiten. Und wenn du das Tag für Tag tust, dann kreierst du eine neue Persönlichkeit und eine neue Realität. Deine Realität besteht daraus, wie du denkst, wie du handelst und wie du fühlst. Ändere alle diese Komponenten und du änderst dein Leben. Auf was wartest du noch? Das Leben ist viel zu kurz.